Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Geheimnis des Tees. Und diesmal habe ich ein ganz besonderes Video. Und zwar würde ich dich mitnehmen auf meine dreitägige Reise an der Küste entlang. 3 Tage, 4 verschiedene Teeläden und du wirst dabei sein. Ziel des Ganzen ist es, mehr Podcast-Interviews aufzunehmen mit spannenden Leuten für dich, das ein oder andere YouTube-Video zu produzieren und natürlich meinen Weg dir zu zeigen, wo es da lang geht und was am Ende. Ich habe ja vor, also ich drehe das ja jetzt, bevor ich losfahre gleich, keinen Tee zu kaufen. Und das wird ganz spannend. Also du darfst verfolgen, ob ich das wirklich schaffe oder nicht. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt und noch die letzten Tassen hier getrunken. Was machen Sie da? Ich mache Tee. Hier? Ja, warum nicht? Den kann man überall machen. Man muss hier ein bisschen aufpassen, weil hier ist wirklich. Was ist das denn für ein grüner Tee? Dass der Tee hier nicht. Dass das Pulver nicht verschwindet wird. Das ist ein bisschen windig. Durch. Ja! Ah! Sag nochmal. Nein, wie kann das nicht aussprechen? Gib echt Dumm. Tor Kontrist. Dumm, Tor Kontrist, Tres Kappe. Das ist mein Kapazitätslager. Da haben wir einmal sehr, sehr schöne Produkte aus einer Kooperation mit der Tee-Hochschule in Riga. In Jindajam, der chinesischen Porzellanhauptstadt. Ne? Und da haben wir auch. Und da haben wir halt auch. Wir empfehlen verschiedene Formen für verschiedene Tees sozusagen. Okay. Wir haben die alle durchgetestet und dann geguckt, welche Form den Charakter des Tees am besten transferiert. Und hier verwenden wir zum Beispiel viel für Grüntee. Die Tulpe verwenden wir für Longtees unter anderem. Ne? Genau. Ja, wo der Duft vielleicht dann nicht stehen bleiben sollte. Ganz genau. Und da entfaltet die sich halt sehr, sehr schön. Der Huanghua, der kommt aus Enchi. Da haben wir ein Projekt, das heißt Dasan Shan. Das ist so eine Tea Farmers Association. Mhm. Gibt es seit den 80er Jahren und die beliefern sogar den Staatsparteien in China. Okay. So gut sind die Qualitäten, die sie da machen. Das ist alles organic und auch ohne Zwischenfälle. Wir lassen immer noch mal analysieren, um sicher zu gehen. Ne? Ich weiß ja manchmal, wie das ist. Erste Lieferung ist meistens. Ist auch okay, ja. Aber dauert ein bisschen. So. Und dritte Lieferung ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast Das Geheimnis des Tees. Ein koreanischer Grüntee hat es mir angetan von dir, der hat mir die Qualität gezeigt. Ich habe noch weitere Tees probiert, die ich auch gut finde, die ich auch sehr lecker finde, aber die natürlich nicht so mein Herz erwärmt haben wie jetzt genau dieser. Und genau aus diesem Grund, weil es eben so spannend war und weil die Tees so gut sind, habe ich dich halt gefragt, ob du jetzt im Podcast dafür kommen möchtest und deinen Teeweg mit meinen Zuhörern teilst. Ich bin der Timo, 34 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer von My Cup of Tea. Und ja, ich freue mich, dich wiederzusehen. Also wir sind schon beschwipst quasi? Ja, kann man. Wir haben schon einen Tee. Ja, da muss ich wirklich sagen, das war für mich keine Arbeit, die mich sehr erfüllt hat. Mhm. Aber ich habe einfach mal Alternativen geguckt. Tee war schon immer Thema bei mir. Aber Junge, du brauchst keine Medikamente, trink einfach regelmäßig Tee. Damals hatte ich noch nicht so das Qualitätsverständnis, aber das hatte ich wohl schon immer im Kopf. Und als ich mich neu orientieren wollte, nachdem ich festgestellt habe, dass es mir in Hamburg nicht so gut gefällt, habe ich mich...
Was mich interessieren würde, was hat denn der Tee jetzt mit dir als Person gemacht? Wie hat er dich verändert? Weil viele, gerade viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte und wenn ich meinen eigenen Teeweg betrachte, merke ich, dass der Tee durch die Reisen, durch die verschiedenen Verkostungen mit den verschiedensten Menschen, dass er mich einfach verändert und auch geprägt hat. Was hat er mit dir gemacht? Ja, das kann ich auch so richtig an diesen Berufswechsel irgendwie abmachen. Und zwar war es, also ich sag mal, das ist eine ziemlich kapitalistische Geschichte, wenn du jetzt irgendwie ITler in Projekte vermittelst und von dem Hallihallo und herzlich willkommen hier an Tag 2. Heute geht es als erstes mal an den See, einen Tee trinken. Hier haben wir den Kameramann, der die Kamera nicht halten möchte, weil man das beim Vlog ja nicht so macht. Deswegen halte ich jetzt selber die Kamera. Und wir gehen jetzt an den See, erstmal Tee trinken und kurze Zeit später geht es dann zu den Tee Addicts. Teeladen 2 quasi, und wir haben gesehen, dass es auch noch 3 Tage und 6 Teeläden gibt. Oder wir nehmen Paper and Tea, nehmen wir nachher auch noch mit, wenn wir schon hier sind in Hamburg, und schauen uns den neuen Teeladen an. Tea Addicts haben eine Mission, und unsere Mission ist es, Menschen für Tee zu begeistern. Und da gibt es keine Konventionen, da gibt es keine Regeln. Wenn es Spaß bringt, wenn es schmeckt, dann machen wir es. Oder dann haben wir zumindest mal Bock drauf, es zu probieren. Mhm. Und das ist schon so die fast schon die Essenz eigentlich, worum es geht. Wenn man jetzt von Spaß redet, dann denkt man ja nicht unbedingt an Tee, oder? Doch. Und dann kommt Stefan um die Ecke und sagt, brauche ich alles nicht. Also, ne, er macht es nicht immer so, aber so, er nimmt halt mit 3 Fingern so ein bisschen Tee, wirft es aus einem halben Meter Entfernung in die Kanne und schüttet heißes Wasser drauf, und es funktioniert irgendwie. Und ich gucke mir da mehr und mehr von ab und stelle fest, okay, wenn man das so macht wie Stefan, dann kann ein und derselbe Tee jeden Tag und jedes Mal, wenn man aufgießt, anders schmecken. Wir haben sogar diese Westerns, diese Becher, wo man mit dem Zacken so, ja. Wo wir dann auf 2, irgendwas Gramm nach Pennsylvania. International Tea Tasting Standard. Genau. Oh Gott. Ja. Da war ich auch noch nie. Und dann haben wir irgendwann mal festgestellt, ja, das kann nicht, also es funktioniert irgendwie nur holprig, weil wegen Wasser. Ne? Ja. Weil wir verschiedene Leitungssysteme haben, bei dir zu Hause, hier im Laden, Studio, dann bei mir zu Hause und dann noch irgendwie. Durch. Wir haben heute unser Schrittziel von 20.000 Schritt erreicht, und das reicht, und haben dann auch ein paar Tees getrunken, haben wie gesagt noch Paper and Tea dazwischen gefunden, und dann bei den Tea Addicts ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr herausforderndes Podcast-Interview geführt. Sei sehr gespannt, wenn das rauskommt, das Geheimnis des Tees. Freue ich mich drauf, und wir sehen uns morgen. Guten Morgen, schön, dass du wieder da bist, hier, jetzt, und Tag Nummer 3 bricht an, und es geht heute nach Kiel. Gleich geht's los, ich muss mich schon so ein bisschen fertig machen, hübsch machen quasi, und dann geht es nach Lübeck und dann zurück nach Berlin, und die Ausbeute an Tee, die ich jetzt schon habe, die füllt wahrscheinlich das ganze Auto. Nein, ist ein bisschen übertrieben, aber heute kommen noch einige Tees dazu, und ich glaube, das wird ganz spannend, die am Ende mal zu zeigen,
was an Tee mit durfte. Beim Teekonto Kiel weiß ich, was ich möchte. In Lübeck weiß ich es nicht. Und da wird es ganz spannend, was für ein Tee mit darf. Denn ich weiß, Rivers and Clouds and Moles, der hat wirklich einige sehr, sehr schöne Tees da. Und ich bin sehr gespannt, was nachher so mitkommt. Und jetzt machen wir uns auf die Socken, aber erstmal das Gestrüpp da oben noch in Ordnung. Schön war es, die Reise geht zu Ende. Es geht zurück nach Berlin und wir drehen uns aber noch mal einmal hier und oh, Lübeck ist so schön. Wer ist das? Ach ja. Lübeck war so schön. Wir haben einen Tee. Wir können jetzt die 3,5 Stunden noch zurück nach Berlin fahren. Ja. Und dann die riesigen Tees. Teemengen, denn hier ist in Lübeck ist auch wieder einiges mitgekommen. Hoffentlich bald morgen verkosten. Zurück in Berlin. 3 Tage lang waren wir an der Küste unterwegs, von Bremen nach Hamburg, nach Kiel und nach Lübeck. Und als wir jetzt gerade, wir haben gerade das Video ja zusammengeschnitten und da sage ich einen Satz am Anfang des Videos, der muss danach gelöscht worden sein. Da habe ich gesagt, ich habe mir vorgenommen, keinen Tee zu kaufen. Das nennt eine Frau nichts kaufen. Es ist ein wenig ausgeartet, aber es waren so viele spannende Teesorten dabei, um eines meiner Lieblingstees hier in diesem Sommer ist der Biluchun 2020 aus dem Teekonto Kiel. Dann habe ich wieder meinen grünen Tee, der wird demnächst im ausgetrunkenen Video sein, der Wujeon von My Cup of Tea. Spannende Tees sind auch dazugekommen, vom nachgekauft, weil ausgegangen. Gabba-Tee von Paper and Tea. Wir waren drin, ihr seht es im Video leider nicht. Wir müssen da noch ein bisschen üben. Dann auch eins zu highlighten von den Tierdex, den Hazel Darjeeling Tee aus diesem Jahr. Ich bin sehr, sehr gespannt, diesen auszuprobieren. Dann Rivers and Clouds durfte mit. Den habe ich auch schon probiert. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat das schon gesehen und hat auch meine Notes dazu gesehen. Yunnan Oolong Black von Rivers and Clouds durfte mit. Und viele, viele mehr. Hier ist alles dabei. Hier ist von japanischem Tee, über indischen Tee, über chinesischen Tee. Es ist hier alles dabei. Und so viel zum Thema, wir kaufen nichts. Und ein paar Pu'er-Proben durften auch mit. Ich bin sehr, sehr, sehr fasziniert. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Tour. Mit dem Vlog, das werden wir noch mal ein bisschen mehr üben, weil ihr wart noch zu wenig dabei. Also im nächsten Vlog gebe ich mir Mühe, das verspreche ich, noch ein bisschen mehr mitzufilmen. Bis dahin, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.